Ich habe Bock auf Falafel. Einen richtigen Falafel-Dürüm. Zwiebeln und Knoblauch. Petersilie, fresh aus unserem Garten. Kichererbsen, die wir am besten abkochen. Zitronensaft. Das ist eine Gewürzmischung. Koriander, Pfeffer und Salz. Und Semmelbrösel. Lass mich zünden. Die Masse sollte nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest sein. 2 Stunden im Kühlschrank. Wenn ihr so einen Eisscooper habt, dann könnt ihr den nehmen und damit richtig einfach die Kugeln formen. Bisschen Öl. Können wir frittieren, aber ich gebe es in die Heißluftfritteuse. Bisschen Gurken drauf. Zwiebeln drauf. Das sind unsere Falafel. Und die geben wir jetzt auf unserem Wrap drauf. Saure Gurken. Bisschen Hummus. Zack. Unnormal lecker.